Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge ARK Survival Evolved. Mit dabei ist auch unser sich umschauender Hallo. Schmeid. Boah, ich dachte, jetzt ist der Kampf oder so. Dabei ist nur die Mittagszeit angebrochen. Ja. Gut, dann. Wir haben uns ausgestattet mit Holz und Stroh, weil wir wollen dann nicht in die Zacken runterfallen. Sehr schlecht. Merke immer was dabei haben. Ja, ey. Oder ein Frag mich, wie du Enterhaken. es machen. Ja, genau, müsstest du denn eigentlich so machen. Oder da drüber springen, so seitlich. Ja, man könnte drüber springen und oder drüber Enterhakenen. Aber wir sind jetzt hier nicht zum Enterhaken da, sondern um mit dem Megatherium durchzugehen. Genau. Also machst du wieder Foundation. Hoppla. Ups. Vor lauter Aufregung gleich die Fackel fallen lassen. Bleiben doch keine Wünsche offen. Dann. Gott sei Dank hast du ein paar mehr gemacht. Nur eins mache ich noch. Ja, wir haben gedacht, wir sind auch noch so schlau und nehmen diesen Dungbeetle hier mit. Den Ja. wir. Aber mit Level 380 wäre ja super. Aber Weit gefehlt. instanzierte Mobs können nicht gezähmt werden. Deswegen nichts mit Dungbeetle. Wart, Also. eins baue ich noch. Wo muss da? Geht's den Haien ganz gut, oder? Ja, bin raus mit dem Angler, hab's geholt und wieder rein. War eigentlich alles chillig. Kann nicht klagen. Mach Sattelhüpfen, nee. Das kann keiner. Ja, schaut gut aus. Okay, dann probiere ich's mal. Warte, ich lade nochmal mein Zeug rein. Dann, dass ich wieder leichter bin. Fackel in die Hand. Engen Gang. Oh. Muss zurück. Verdammt. Bleib stecken mit Megatherium. Okay. Ja, dann mach mal so, ich flitz mal vor, späh um die Ecke und check mal ab, was da los ist. Notfalls müssen wir es halt dann einpotten, ist halt so. Ja, genau. Mein Herz. Nicht, dass ich durch die Wand glitsche und das Megatherium ist weg. Hopp, hopp, hopp. Was ist da? Eine Spinne. Nee, schaut aus wie eine Falle oder so. Ah ja, cool. Oder keine Ahnung, was hier los ist. Ah, komm mal her. Warte, ich habe kein Licht, Moment, so. Okay. Wir hätten nicht so viel Panik machen müssen. Oh, wow. Was ist da passiert? Gold tropft von oben runter. Ich wusste Boah. es. Jetzt sind wir unterm Vulkan. Wow. Oh ja, stimmt, das sind auch Wände, also man kann hier anscheinend nicht runterfallen. Echt jetzt? Ja, wenn du ganz langsam zum Ah Rand gehst, dann ja, siehst du es sehe ich. schillern. Ja, das ist ja richtig Isivana-freundlich hier. Oh, Gott sei Dank, ey. Ja, So wie es cool. gemacht. Schön. Was ist das jetzt für eins? Keine Ahnung. Ein schönes Artefakt. Der List. Ganz listig waren wir. Hey. Schön. Nehmen wir von dem Gold ein bisschen was mit. Mama. Cooles Artefakt. Super cool.
Ist aber auch ein ziemlich schönes, gell? Ja. Oh, jetzt kommt's nicht mehr. Ne, wenn wir beide in der Hand haben. Echt? Dann, ja, anscheinend. Mhm. Das war beim letzten auch schon so. Ach so. Boah. Nicht ohne Licht. Sollen wir es mal ausprobieren, was passiert, wenn man da drauf geht? Nein, lieber nicht. Soll ich ein Bett bauen? Ah, bist du witzig. Mhm. Kann man eigentlich auf dieses Geisterschiff da auch drauf? Weiß ich nicht, müssen wir ausprobieren. Mhm. Ah ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Bisschen Hunger habe ich. Ach, hast du gehört, dass ich getrunken habe? Mhm. Ist halt so staubtrocken hier in dieser Höhle. Ja. Der Respawn ist brutal schnell hier, gell? Echt? Wow. Mhm. Also gut. Hallo! Will keiner runterkommen. Schön, so hohe Zahlen zu sehen. Ja. Boah, das ist aber super High Level, was der aussieht. 600! 600! Oida! Was ist da drin in dem Ding hier? Nix. So. Naja. Nicht wirklich. Oh, da ist, das sind auch noch, das ist ein hochstufiger, der eine. Naja, kein 600er. Kommt mal dahin. Soll ich es mal probieren? Okay. Oh, schaut fischfrei aus. Mhm. Die Leuchteteile kann man nicht abbauen. Dann komme ich mal. Aber ich komme hier nicht weiter, also hier ist Stopp. Okay. Schade. Aber. Oh wow, schaut ja voll schön aus hier. Aber hey! Nee. Hm? Dachte hier ist so ein versteckter Gang, aber nee, da komm ich nicht weiter. Ach schade. Oh Mann, ey. Jetzt kommen wir beide nicht mehr hier hoch. Und wie bist du jetzt hier hoch? Oh. Vielleicht da links? Ja, ich glaube da links. Ja. Das ist ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich meine, was machst du, ne? Kannst dich ertrinken lassen. Ja, stimmt. Mega cool. Boah. Echt schön, ey. Schade, dass man das nicht begehen kann und dass da noch so vielleicht irgendwelche Kisten drauf. Fahren wir einfach mit dem Lift hoch diesmal, ja, oder? Ja, okay, passt. Wie auf schaut geht's. Denn das eigentlich aus, wenn man jetzt hier hochschaut? Nix. Oh, da ist noch ein Artefakt ganz oben, kann das sein? Leuchtet da eins? Ja, ne? Ein Artefakt? Ja. Also kein Artefakt, sondern so ein Loot-Drop. Ja, ja, genau. Ja, ich höre ihn. Ja, weil wenn man immer nur die Hälfte mitnimmt. Keine Hooks, keine Fledermäuse. Tja. Dafür viele Megatheriums. Hm.
Ja, da hast du recht. Ah, ja, stimmt, genau. Juhu. Oh, Skorpion, Skorpion. Oh. Ist aber echt super hübsch gemacht, die Höhle, gell? Ja, voll! Die Haie wollen aus dem Meer springen! Ja, richtig, die wollen auch mitmachen. Das ist sich das nicht gefallen, dass nur wir Spaß haben. Also noch ein paar kleine Kisten. Ich weiß es nicht, Picke oder Axt? Ich weiß es nicht. Ich habe Axt genommen. Ja, ich glaube Axt ist besser, weil da kriegst dann einen Pickel, glaube ich, mehr Metall raus und das ist natürlich eher nicht so cool. Ja, wenn man es weiß, gell, dann gehen die Höhlen ruckzuck, gell? Ja. Guck rein, zack, zack, ein Megatherium, da schlägst du dich hier ganz gemütlich durch. Einen starken Basilosaurus oder zwei. Dass du da mit den Quallen kein Problem hast, dann ist das alles kein Stress hier. Ja. Ja, ich glaube, hier Team kann ich wegschmeißen, oder? Ja, ich glaube auch. Wir könnten ein ganzes Kitinhaus bauen, ne? Mhm. Und Fleisch schmeiß ich auch weg. Ja. Tut mir echt leid, Fleisch, aber nein. In Arkt bist du zu nichts nütze. Bären haben auch genug. Die lasse ich mal. Ich bewege, ja, ich kann mich ein bisschen bewegen. Wen belädst du, den Kommodor? Habe ich, ja. Aber ich weiß nicht, wie viel. Hat das da noch was Platz? Anders. Ist nicht okay. El Admiral. Naja. Ja, Wahnsinn, gefällt mir gut, schön gemacht. Mhm. Dann packe ich dich wieder ein. Ah, Kusnel, da kann ich auch noch leveln. Hey. Da tut sich nicht mehr so viel. So, ab nach Hause, Artefakt aufstellen. Ja, wenn du das weißt hier, ich glaube, da bist du in 5 Minuten durch. Ja, ne? Ja, wir schwimmen, klar. Zack, ja. Bist du nicht hier, so lahm wie wir. Ja, genau. Krachbumm. Dann mit dem Hook. Zap, zap und fertig. Ja. Dann folg ich wieder hinterher. Ich komm nicht raus. Pfeifen hinter dir her. Den Basilo. Erstmal Atemgerät noch anziehen, schnell. Ja, oder so. Und die Taucherflossen. So. Schwimm noch ein bisschen. Jetzt ab. Jetzt kommt er. Hey, so ein Feiner. Mhm, ist wirklich ein ganz Feiner. Alle da, alle da, ich schau nochmal. Ja. Schön. Ja, wo ich dann kurz raus war, habe ich echt ganz kurz Panik gehabt, dass ich den Eingang nicht mehr finde. Ja. Oh, Ladebildschirm. Oh ja.
Sauerstoff, den Powerstoff. Ich habe davon anzuziehen, zum Glück habe ich relativ viel Luft. Ach, du bist schon weg. Ja. Juhu. Oh, da kommen Haie. Ja, bin bereit. Wir wollen Stress. Wir sind ein super aggressives Rudel hier. Mhm. Oh, alle. Alle, ja. Durchbeißen durch den Haufen. Sind sie schon tot? Aber diesen einen Tipp würde ich gerne auch nochmal ausprobieren, wo es geheißen hat, dass Anglerfische vielleicht Perlen sammeln können. Ja, hier war eh irgendwo eine Muschel. Stimmt, das könnte. Ja, hier sehe ich Muscheln. Ich probiere mal. Ob es da gehen könnte. Ja! 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 Danke für den Tipp. Das macht es natürlich ziemlich cool. Das muss ich jetzt auch mit der Anglerin probieren. Ja, hier habe ich noch eine. Ah, sie will nicht. Sie will nicht. Ja, dann. Warte mal kurz. Will nicht. Ah, doch, jetzt. Jetzt. Komm her. Hast du natürlich unser ganzes Gefüge durcheinander gebracht. Ja. Weil die Heide folgen der Anglerin. Ich will es nur jetzt oder sind Quallen. Ab. Ja, bei mir ging's. 196. Ja, ne? Quallen, die kommen. Wo ist der Basilosaurus? Ja. Jupp. Eins. Ich bin der Scharfschütze mit dem Bogen, aber. Ups. Bin übers Ziel hinausgeschossen. Schaut so aus. Cool. Okay. Okay. Ab zum Motorboot. Wo ist mein Anglerfisch? Jetzt eigentlich hin. Also ist der bei dir? Nö. Ist das schon beim Motorboot? Ja, eigentlich nicht. Da, hier ist er. Was machst denn du da? Ja, Mann, Perlen sammeln. Wir suchen dich. Und du gesagt, lauf nicht weg. Mann, Mann, Mann. Auch keine Ausdauer echt mehr, ey. Ich hab noch Öl probiert zu sammeln, aber das kann er nicht. Aber Perlen kann er sammeln. Das ist halt schon gut, weil der ist da rucki-zucki unterwegs, gell? Ah. Was ist das hier am Boden eigentlich? Kann man das irgendwie absammeln? Nee. Jetzt will ich alles sammeln, jetzt wo ich weiß, dass der das kann. Jetzt will ich alles sammeln. Okay. Okay. Willst du mit dem Basilosaurus schwimmen und ich fahre mit dem Motorboot, oder? Ja, das kann man machen. Genau. Dann. Ja. Komm noch schnell auf deinen Basilosaurus runter. Ja. Genau. Nimm meinen Anglerfisch, pfeif den noch hinterher hier. Ja, der Angelfrö. Ah, Nagelfeer, ja, genau. Hä? Ah, Nagelfeer. Genau. Ich düse mit dem Boot und du. Oh. Okay, wo sind wir denn hier? Okay, nach rechts. Okay. Kommt ihr bitte mit. An dieser Landspitze vorbei quasi. Nächster Halt. Heim.
Ja, sollen wir jetzt machen? Wir sind im Timelapse-Modus jetzt. Oh, was war da? Blitz, hey, Blitz, Blitz. Der hat mich so magisch angezogen, jetzt hat er es verdient. Jetzt hat er es verdient, dass ich ihn abhole. Die Katzen, die suchen sich auch immer die besten Positionen. Achso, ja, okay, jetzt flossen. So halb über Tastatur, halb über dem Arm. Ganz fein. Ja, was mag er? Wir wissen schon, wie es geht. So. Bin gleich da. Ja, ich warte schon. Ja, vor lauter Motorboot bin ich schon vorbeigeduscht. Ja. Ich habe gerade und gerade noch so das Eck gekriegt. Nicht die Kurve, sondern das Eck. Das Eck. Ja, unsere Rotte, mit der bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja. Keine wilden Vorkommnisse gehabt. Ja. War echt ganz toll. Ah, unser altes Holzboot, da freue ich mich auch noch immer, wenn ich das sehe. Er ist jetzt auf dem Abstellplatz. In der Hall of Fame. Oh. The Hall of Memory. Wir haben uns da schon ein schönes Fleckchen ausgesucht. Ich denke auch, dass wir es ganz schön haben. So. Motor aus. Abschalten. So. Spinnerle. So, ich warte auf dich. Oben? Ja. Mit unserer coolen Armada an Artefakten. Ganz außen hin jeweils? Ja. Okay. Oh, ist das schön. Das ist wie eine Palme. Mhm. So, nur an der Seite, ist nicht ringsrum, das ist so an der Seite nur. Das kannst du es erstmal richtig begutachten, weil in der Höhle, das ist so ein dubioses Licht immer. Da kann man es nicht. Artefakt der List. Was ist, wenn man das jetzt dann in einen einzelnen Raum reintut? Ist dann der ganze Raum violett? Schon, oder? Weiß ich nicht. Achso. Wie weit die Strahlen, auf jeden Fall strahlen sie ein bisschen. Weil in der Höhle die Helligkeit, die machen.
strahlen sie halt richtig gut. Müsste man schauen. Aber hier hätte man ja sowieso kein Licht in der Nähe, oder? Dann würde man es ja hier rein theoretisch sehen. Und die gar nicht nie richtig ja, bei hier der Nacht auf dem gesehen, Boden sehe ich's. Jo. Na gut. Gut. Dann bedanken wir uns ganz lieb fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht, hoffe euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Kostet ja nichts. Das schmeit nickt. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr. Tschüss.